Schlangenholm. Die anderen Clans sind auch hier. Endlich haben sie sich zum Kampf entschlossen. Sie haben es auf das Auge abgesehen, nicht auf mich. Es sind viele. Noch vor einer Woche waren diese Männer Bauern. Ihr habt zwar Soldaten aus ihnen gemacht, aber die Soldaten des Lotus und des Wolfs sind kampferprobte Recken. Was würdet ihr tun? Wollt ihr euch etwa weitere 7 Jahre in einer baufälligen Hütte verstecken, euren Tee trinken und auf den Tod warten? Immer noch besser als die Bauern zu bestehlen, die darauf vertrauen, dass wir sie beschützen. Elender, ich nehme dich aus wie einen Fisch. Das? Was ist das? Der Schlüssel zu Schlangenholm. Ich habe unterwegs neue Freundschaften geschlossen. Ja, herzlich willkommen zu Folge 7, zu unserer Reihe Let's Play hier auf Pöbeltube. Dieses kleine Intro, was wir gerade gesehen haben, ist unser Einstieg in die 7. Mission von Battle Rams, wo wir jetzt uns um Schlangenholm kümmern müssen, also die alte Hauptstadt des Schlangenclans und unser Ziel auf der Suche des Schlangenauges, das wir haben wollen, um die Macht, die unser Vater gehabt hat, also die unseres Helden Kenjis, irgendwie wiederzubekommen. Und wie wir das schon gesehen haben, steht uns eine große Schlacht mit 2 Clans bevor, also den beiden anderen Clans. Also Schlange ist nicht dabei, weil wir ja in der Hauptmission den Drachen spielen, also gegen Wolf und gegen Lotus. Und wir haben an Kenji schon gesehen, dass sich eine Veränderung an ihm tut. Er hat jetzt irgendwie nicht mehr seinen Strohhut aus den ersten Leveln auf, sondern irgendwie einen besseren Kampfanzug inklusive Pistole. Es lebe der Fortschritt. Und gleichzeitig sind 2 sehr merkwürdige Gestalten aufgetaucht mit Raketen auf den Rücken, die Haare zu Zöpfen gebunden haben, so lange, dass ich sie immer als irgendwie so spinnenartige Typen eingeschätzt habe. Aber die gucken wir uns gleich noch näher an. Ja, und wir legen jetzt hier gleich mal los. Kümmern uns um die ganzen Probleme, die uns hier erwarten werden. Was natürlich wie immer darauf hinausläuft, dass wir erstmal irgendwo eine Siedlung aufbauen wollen. Jo, was steht denn hier Schönes? Also, viele Schlachten wurden hier bereits geschlagen. Ist ja kein Wunder, ist ja auch ne, die Hauptstadt sozusagen, der rote Punkt hier. Aber keine so erbittert wie diese. An diesem Ort wird der Drachenclan neu entstehen und seine Heimat finden. Wir müssen unseren Gegnern und jede Erinnerung... müssen unseren Gegner und jede Erinnerung an ihn auslöschen. Hm. Mit nichts und niemand mehr die Sicherheit des Clans gefährdet. Jo, das ist etwas drastisch, aber machbar. Gut, hier sind unsere neuen Truppen. Schon auf dem Weg, sagt er. Chemiker heißen die Typen. Na, kann man auch hier jetzt eingeblendet sehen. Das sind halt, eine neue Art der Einheiten, die uns in Battle Rams jetzt halt zur Verfügung stehen, die hauptsächlich, wie wir sie gleich kennenlernen werden, gut darin sind, Gebäude zu vernichten. So, wir haben nur einen Bauern und wir haben die Wahl zwischen dem Reisfeld und dem Fluss und dem Reisfeld. Ich finde das da oben immer schöner. Deswegen werden wir jetzt erstmal unseren ganzen Trupp nehmen und da oben hinrennen. Problem an der Position da oben ist, soweit ich weiß, dass da, glaube ich, immer schon ein Dorf ist. Und wir werden wie immer, also nicht wie immer, sondern schon wieder in der Einfolge, einen Aufbau unter Druck vollführen müssen. Also kämpfen und aufbauen gleichzeitig. Kann aber sein, dass ich Quatsch rede. Ich meine mich nur daran zu erinnern. Oh nein, es sieht ganz so aus, als ob es schon losgeht. So, unsere Chemiker im Einsatz. Die schießen, wie man es erwartet, einfach mit Raketen auf Leute. Richtig gemein. Aber passt ja irgendwie zumindest so ein bisschen in die Geschichte von den Chinesen, insofern das halt hier irgendwie in China spielen sollte oder halt mit asiatischer Kultur, denn man hat ja schon Schwarzpulver damals entdeckt und hat es auch zum Krieg eingesetzt. Oh, hier ist ein Bauer. Wo ein Bauer ist, gibt es irgendwo ein Dorf oder eine Bauernhütte. Da ist sie. Dagegen setzen wir jetzt mal unsere Chemiker ein und wir sehen schon, im Verhältnis zu so Bogenschützen oder den Lanzenträgern, mit denen wir zu Anfang kämpfen konnten, sind diese Jungs hier ziemlich viel besser da drin, Gebäude zum einen in Brand zu stecken, es fängt an zu schwelen und sie auch zu zerschießen mit ihren Raketen. Sehr praktisch. Juti! Wir haben auch schon ein Dorfgebäude gebaut, eine Bauernhütte, haben den Lotus, der hier rumeierte, vertrieben. Und wenn meine Jungs jetzt noch das Rennen anfangen, hier vorne zu der Furt, wo potenziell mehr Gegner... Konnte ich das nur riechen, anfangen uns zu ärgern, können wir uns ihnen in den Weg stellen. So, wir müssen hier erstmal anfangen, ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Und wir haben hier auch schon ein neues Gebäude, die Hütte der Alchemisten.
des Alchemisten lesen, das ist etwas für Profis. Bin unterwegs. Und es lässt sich schon vermuten, dass wir in dieser Hütte halt Bauern zu Chemikern ausbilden können. Und da wir ja jetzt ein weiteres Gebäude in der Reihe unserer Ausbildungsgebäude bekommen haben, besteht die Möglichkeit, dass wir wahrscheinlich auch neue Truppen aus Kombinationsgründen zusammensetzen können. Ja, wir bauen erstmal ein Badehaus. Das passt hier hinten so schön in die Ecke. Da nervt uns nämlich nicht. Weil, wenn wir uns jetzt hier mal den Tech Tree angucken, den man übrigens auch mit der Taste T, was ist T wie Tech Tree, es lebe das Wunder der Logik, angucken können. Drachenalchemie, also unser Tech Tree, brauchen wir nämlich, um den Brunnen zu bauen. Drachenkampfeigenschaften, Technologien vielleicht? Ah ja, hier, genau. Wir brauchen das Badehaus, um den Dorfplatz zu bauen. Und durch den Dorfplatz brauchen wir was? Ach, das ist ein Fehler, Leute, hier. Wir brauchen keine Stallung für den Brunnen, wir brauchen den Dorfplatz. Stallung, Brunnen ist bei der Schlange. Das weiß ja ich sogar besser als das Spiel. Hahaha. Und hier sind auch noch die Sachen aus dem Addon mit aufgeführt, die haben wir aber gerade gar nicht. Naja, gut. Nachgucken hat uns also nichts gebracht, weil wir sehen hier, hier steht nämlich beim Brunnen benötigt Dorfplatz und nicht Stallung. Aber gut. Das ist ja nur so mäßig wichtig. Wir können hier erstmal ein Dojo hinbauen. Ja, mein Fürst. Damit wir auch mal ein paar Krieger bekommen. Ihr zwei Jungs seid schon fleißig am Wasser holen, während er ganz allein ein Gebäude bauen muss und sein Kumpel hier fleißig Reis holt. Da kann ihn aber mal einer bei unterstützen, glaube ich. Das ist ganz angebracht. Ja, gut. Was haben wir denn noch gerade Schönes zu erzählen? Ja, durch das dritte Ausbildungsgebäude können wir jetzt auch die Stufe 3 Einheiten des Drachenclans mit aufs Feld schicken, also die sozusagen die Ultimate-Einheit. Höher und besser wird's hier nicht. Und wir haben noch den Schrein, womit wir die Truppen verbessern können. Also werden wir uns das gleich mal alles in Ruhe angucken. Du hast das Dojo fertiggestellt. Braver Bauer. Und du baust hier mal noch ein paar mehr Bauernhütten hin, obwohl hier muss ja dann noch irgendwo noch der Brunnen zwischen. Ich bin unterwegs. Also muss einfach jetzt so schon meiner Planungslogik vorausgenommen, weil dieser Weg hier zum Wasser ist verhältnismäßig weit. Also die Effizienz und die Geschwindigkeit ist gering. Wir können natürlich mehr Bauern reinschicken und dann verbrauchen wir die ja wieder. Deswegen werden wir gleich erstmal in aller Ruhe, wenn wir es geschafft haben, einen Brunnen bauen. Also wir müssen dafür natürlich erstmal das Dorfzentrum haben und alles, aber das schaffen wir schon. Und jetzt gehen wir hier erstmal mit ein paar mehr Leuten bei und arbeiten daran, dass wir mehr Reis bekommen. Gut, du hast jetzt wieder ein Häuschen fertiggestellt, das nur zum Lagern da ist und da soll nichts spawnen. Und dann hier gegenüber kann auch noch ein Häuschen hin. Ja, wir können ja mal einen unserer Chemiker nehmen und hier schon lesen links einen Kabuki-Krieger ausbilden. Also meine Lieblingseinheit von den Drachenkriegern. Herrlich. Ja, das ist schön. Dann können wir schon mal einen neuen Krieger ausbilden. Da unten ist er, der Kabuki-Krieger. Und dann wollen wir mal sehen, wie lange das dauert. Zusätzlich kannst du schon mal zu einer Heiltruse werden. Jo. Und dann sparen wir, glaube ich, mal aufs Dorfzentrum, weil was man hat, das hat man. Du hast hier jetzt brav noch ein Dorfgebäudchen hingebaut. Und hier kann, glaube ich, auch noch eins hin. Da ist er. Mein Kabuki-Krieger. Ich mag sie. So maskentragende Akrobatenkünstler, wenn man so möchte. Die sind auch immer übelst am Rumdancen. Und sie haben ein lustiges Funkelschwertchen. Sie sind so ähnlich wie die Drachenkrieger, also in der Lage, Fernkampf in Form von so kleinen magischen Bällen zu benutzen. Also es ist nicht wirklich effektiv, aber es ist wenigstens ein Fernkampf. Heißt der Kuckuck, warum man eine so schwache Kampfeigenschaft eingeführt hat. Ja, und man kann sie ganz praktisch mit den zusätzlichen Gebäuden hier mit Sonderfähigkeiten ausstatten. Zack, wir können ein Dorfzentrum bauen. Nice. Ich definiere das Zentrum unseres Dorfes als hier. Und da haben wir bestimmt noch einen, der dir beim Bau helfen kann. Brav. Ja, ja, ja. So, wir müssen uns gegen zwei Clans stellen. Und wir können natürlich auch erstmal alle Truppen ausprobieren, die wir so haben. Bogenschützen haben wir ja schon häufig gesehen. Das heißt, wir verzichten jetzt mal in dieser Runde auf Bogenschützen. Also darfst du mit zu einem Drachenkrieger werden. Was sagt die Ressourcenwelt? Es wird... Ach ja, wir wollten ja den Brunnen bauen. Dafür für den Brunnen ist es wichtig, dass das Ding hier fertig wird. Das ist es gleich und es kostet uns auch nur 200 Reis. Bekannter, super fundamentaler Rohstoff Reis. Ja, jeder kennt die berühmten Reisgebäude. Sie sind immer noch die besten ihrer Art und nahezu unantastbar. Ja, mein Fürst. Gut, wo ist denn unsere Heiltante? Da ist die Heiltante.
Und hier ist unsere kleine Armee. Ja, die steht hier erstmal ganz gut rund. Solange uns kein Feind in die Quere kommt, ist das ja ganz gut. Ihr macht hier Urlaub, bis der Brunnen genug Reis hat. Das müsste jetzt der Fall sein. Wie schön. Und auf geht's, Brunnen bauen. Ich diene dem Drachen. So, wenn wir den Brunnen gebaut haben, könnt auch ihr Jungs hier mal was anderes tun. Zum Beispiel kann der eine noch mit Reis sammeln gehen. Ja, mein Fürst. Sammeln, ernten. Weil hier ist jetzt gleich ein viel kürzerer Weg zwischen unserer Sammelstelle und unserer Wasserquelle. Zack, zwei Dorfbewohner zum Wasser schöpfen. Zack, zack. Na, wenn das mal nicht flott geht, dann weiß ich auch nicht. Ich bin unterwegs. Die Musik geht hier die ganze Zeit ein bisschen im Hintergrund auf. Dann wird es wenigstens nicht langweilig. So, eine Chemiehütte für uns. Ich gehorche. Und wir haben einen Drachenkrieger. Ne? Also hier zwei Stufe 2 Einheiten mal gegenübergestellt. Zwei Nahkämpfer. Einer mit brutaler Muskelpanzerung und der andere mit so einer hüpfenden Jogginganzug. Kurz vor Hipster, Hopster, Hip-Hopper, hätte ich schon fast gesagt, Rüstung. Gut. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine dritte Stufe 2 Einheit. Ne? Weil wenn man drei Gebäude kombiniert aus drei Grundeinheiten, ist es natürlich auch logisch, dass man auch drei Stufe 2 Einheiten bekommt. Die können wir euch aber auch, kann ich den lieben Zuschauern erst dann zur Verfügung stellen, wenn wir es geschafft haben, dieses Übungsgebäude hier reinzuschmeißen. Ja, mein Fürst. Wo jetzt mal die ganze faule Truppe mit dran arbeiten kann, damit das möglichst schnell geht. Zack, zack. So, darfst du da rein, du darfst da rein, du darfst da rein. Schön. Und dann können wir ja mal gucken, die sammeln wir immer brav alle hier in der Mitte. Ich wollte eigentlich irgendwann im Laufe nochmal einen Turm hier hinstellen, dass wir uns ein bisschen verteidigen können, aber das ist ja offensichtlich nicht so wichtig. Pferde gibt es gar keine auf der Map, trotzdem können wir die Stallung bauen. Naja, gut. Ja, mein Fürst. Da werden wir das heißt noch gleich den Schrein hier irgendwo hinschmeißen, aber der kostet genauso viel wie ein Turm. Und wir wollen uns ja erstmal die nächste Stufe 2 Einheit angucken. Dafür müssen wir einen Bogenschützen nehmen, der wird ja hier zum Drachenkrieger. Und was wird er in der Chemiehütte? Zu einem Kanonier mit Pulverfass. Klingt lustig, schicken wir ihn rein. Das Ganze machen wir hier gleich mit dem Chemiker auch. Dann haben wir gleich zwei von denen. Dann würden wir den Chemiker jetzt wieder da reinschicken oder andersrum den Lanzenträger, der ja aus dem Dojo kommt, in die Alchemistenhütte. Hätten wir wieder einen Kabuki-Krieger, das können wir auch machen. Und jetzt wollen wir erstmal ein Türmchen bauen, weil Türme sind wichtig zur Dorfverteidigung. Und da hier die Furt ist, wo eben schon ein paar Gegner herkommen und ich das Level auch schon kenne, sage ich einfach mal, dass wir zum einen kurz schnell speichern, deswegen ist ganz kurz geleckt hat und dann da noch einen Turm hinbauen. So, jetzt haben wir unseren Fetti-Fett hoch 10 kann nicht ohne Kran aufstehen Typen. Ein Sumo-Ringer mit, ja, man nennt es Pulverfass. Also er hat wirklich eine Art Fass in der Hand und mit diesem Fass schießt er flaschenartige Dinge und man könnte ihn auch ganz einfach als stationäre Artillerie oder beziehungsweise bewegbare Artillerie bezeichnen. Er ist natürlich ein reiner Fernkämpfer, super schwach im Nahkampf, aber halt, ja, ein durchaus lustiger Fuzzi. So, talking about lustiger Fuzzi, wir haben noch die Stufe 3 Einheit. Das heißt, die Stufe 3, wenn wir egal welche Stufe 2 Einheit in das letzte Gebäude schicken, in dem sie noch nicht war, erhalten wir einen Samurai-Krieger. Du da werden Samurai und du da werden Samurai, zack, zack. Und dann, ja, haben wir hier vorne jetzt einen Turm gebaut. Den Turm kann man natürlich nur mit einer Fernkampfeinheit als Verteidigungsturm bezeichnen. Vorher ist es nur ein hübsches Objekt, was rumsteht. Also schicken wir mal einen unseren kleinen Fettis die Leiter hoch. Also die nehmen leider nicht ab, auch wenn sie ein bisschen Sport treiben. Und wir bauen mal noch den Schrein hier hinten hin. Ich diene dem Drachen. Und warten darauf, dass wir irgendwann im Leben mal einen Samurai bekommen. Genau. Und es ist sehr wichtig, dass man bei Samurai das L falsch ausspricht. Dass das R in ein L, dann ist es nämlich... Naja, wie auch immer. Und dann haben wir gleich unsere Stufe 3 Einheit. Da ist er! Endlich mal einer von den Kriegern, die begriffen hat, dass Panzerung im Spiel etwas zu melden hat. Bin auf dem Weg. Er ist auch ordentlich am Kriegsgebeten und er hat, wie man schon sehen kann, einen Bogen auf dem Rücken und ein Schwert in der Hand. Also so wie die echten Samurais früher auch waren. Durchaus geschult in verschiedenen Waffenarten. Er ist zwar hauptsächlich ein Nahkämpfer, der auch ordentlich Druck machen kann, aber er ist einer, der halt im Notfall auch seinen Bogen benutzen kann für Fernkampf. Ja, und was machen wir jetzt? Wir wollen ein paar mehr Krieger ausbilden. Für ein paar mehr Krieger würde ich doch glatt sagen, dass wir auch ein paar mehr Gebäude bauen, um Leute auszubilden, weil je mehr wir davon haben, desto schneller wird es. Die größten sind ja die beiden Dinge hier, die können wir hier nochmal reinschmeißen. Zack. So, des Weiteren. Duda, Duda, Duda. So, und jetzt sind noch die Sachen der Sonderfähigkeiten zu betrachten. Der Schrein durch Meditation beim Kabuki-Krieger
Wir schicken ihn hinein. Gibt uns eine wunderschöne Fähigkeit, die da heißt Sternenstaub oder... Sternenstaub, genau. Ich dachte gerade irgendwie Mondpulver oder sowas. Sternenstaub. Verhindert Gegner... Oder hindert Gegner daran, Fernkampf zu benutzen. Das ist super praktisch. Man setzt das auf die Map. Das leuchtet so wunderschön blitzi-blitzi. Wie als ob der Sandmann gerade vorbeigekommen ist. Und innerhalb des Nebels ist kein Fernkampf möglich. Das ist eine hervorragende, mal im Verhältnis zu den anderen, offensive Kampfeigenschaft. Ähnliches bei dem Kanonier mit Pulverfass, den wir da jetzt auch mal ganz schnell reinschicken. So, apropos Leute wohin schicken, können wir hier noch... Ah ja, geil, cool, wir können doch noch die Alchemistenhütte setzen, also die zweite. Das wird gleich das Ausbilden von Truppen ordentlich beschleunigen. Was kannst du denn jetzt? Das indirekte Feuer erhöht die Angriffsreichweite, verringert aber die Sicht... seine Sichtweite. Das ist halt egal, wenn wir ihn in Truppe nutzen, weil wenn wir ihn jetzt mal hier hinstellen und sagen, schieß mal dahin, dann macht er das auch wirklich. Und hat eine massivst höhere Reichweite. Das ist super praktisch, wenn wir so aus sicherer Distanz... Also campen wollen, aus sicherer Distanz Gebäude zerlegen wollen, weil die Alchemisten, die Typen mit den Raketen, so wie die Kanoniere halt, haben ihren Hauptschadensbereich im Zerstören von Gebäuden. Jetzt fehlt uns noch der Samurai. Der geht da auch einmal rein, weil der wird auch eine wunderschöne Fähigkeit generieren, die uns natürlich auch was kostet, weswegen ich jetzt wieder keine Rohstoffe mehr habe. Für viele Fans eine meiner Lieblingsfähigkeiten, was den Animationseffekt ausgeht, denn der Samurai bekommt ein, festhalten, Lichtschwert. Bzz. Also eigentlich ist es eine Yang-Klinge, die Ausdauer verbraucht und dadurch, durch Angriff mit Yang erhöht sich kurzfristig der Schaden und erhöht sich auch das Yang. Das heißt, wenn er mit dieser Klinge Leute verprügelt, bekomme ich schneller Punkte und es sieht halt einfach aus, als ob er mit dem Lichtschwert kämpft. Das macht die Sache unglaublich angenehm. Ja, wir mögen Samurai-Krieger mit Lichtschwert. Gut, jetzt bauen wir hier noch ein bisschen weiter das Dorf aus und nehmen unsere ganzen Faulis, die hier rumeiern. Ja, falls sich jetzt jemand schon gefragt hat, warum es ab und zu klackt, meine Maus hat heute irgendwie einen weg und verweigert mir manchmal die Arbeit. Ich glaube, ich muss mal einfach ein bisschen den Sensor darunter mal sauber machen. Dann wird das besser. Jetzt haben wir hier einen Haufen Faulis. Faulis heißt, dass wir die jetzt einfach mal wild in die einzelnen Gebäude schicken, ne? Deswegen haben wir ja auch so viele davon. Hier ist noch irgendwo einer faul. Hier ist da rein. Und damit sind alle faulen Leute weg vom Fenster. Nice. Was sagt denn unsere Steuerung 1 Armee? Ach Gott, hier ist auch noch einer von denen. Du sollst mal was anderes werden. So, wen nehmen wir denn jetzt alles in die erste Armee mit auf? Euch auf alle Fälle. Und wir lassen den Kenji mal in der Stadt. Das hat sich bei der Mission bewährt. Kenji ist nämlich der wichtige Charakter, der nicht sterben darf. Und wenn er stirbt, haben wir ganz einfach verkackt. Und das wollen wir nicht. Deswegen lassen wir ihn zu Hause. Kann er das Dorf beschützen. Und wir haben auch so unseren Frieden. Dann wollen wir uns noch eine zweite Heiltante holen. Und nehmen mal statt den Bogenschützen die Kanoniere mit Pulverfass mit. Also unser laufendes Artilleriegeschwader sozusagen. Da ist noch einer von dem Trupp, die richten die... natürlich alle oder statten sie alle mit indirektem Feuer aus, damit sie auch weiter schießen können. Hier ist noch einer von der Sorte. Du darfst aber mal Samurai werden, glaube ich. Jo. Gut. Wir haben schon richtig viele Leute hier. Wir müssen auch langsam mal ein bisschen Action machen, sonst treten wir uns hier in der Aufbauphase noch selber die Knie wund. So, what to do now? Werde dies. Wir sollten mal noch mehr Samurai generieren. Wie viele von euch haben wir denn jetzt? Du bist nicht auf der Liste. Zwei. Gut. So viele von euch haben wir jetzt. Du solltest das bitte noch lernen. Bin schon unterwegs. Drei bist du und... Wo ist denn unsere zweite geschlechtsumgewandelte Heildame für... Aus dem Etablissement des... Wie auch immer. Da ist sie. Gut. Eins. Nice. Für den Drachen. Haben wir noch einen Kabuki? Das ist auch gut. Mehr Kabuki mit Schutzfähigkeiten. Sind immer prima. Du als Bogenschütze darfst ganz schnell da drauf. Und jetzt sagen wir mal, alles, was jetzt kommt, wird erst da reingeschickt, dann da reingeschickt und dann da reingeschickt. Und dann haben wir nämlich davon. Ich bin unterwegs. Immer Samurai. Die sind ganz gut stark. Unterstützen uns in vielen verschiedenen Dingen. So, und ich würde sagen, jetzt haben wir schon einen kleinen schlagfertigen zusammengestellt.
haben auch schon zwei Türme zu Hause, die unser Dorf ganz gut abdecken. Aber wir setzen mal noch einen ans andere Ende. Verstanden. Das machen wir einfach mit dem Folgebefehl, eins nach dem anderen. Ich bin schon unterwegs. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja hier Reisfeld mit Wasser. Und hier ist Reisfeld mit Wasser. Das wird definitiv, glaube ich, darauf hinauslaufen. Und das sage ich jetzt einfach nur, weil ich es ja eigentlich auch schon weiß, wo wir auf Leute stoßen werden. Hier dürft man auch mitkommen. Mehr Leute, die sich prügeln, ist gut. Du bist Steuerung 4, bleibst hier stehen und schießt auf alles mit deinem Critical Bam, was kommt. Ihr baut gerade fleißig das Ding auf. Du da. Gehst mal. Ich bin unterwegs. Da rein. Wie ihr befehlt. Dann mit euch nicht. Man könnte natürlich die Artillerie der Kanoniere auch noch mit so einem Bogenschützen kombinieren, der im Schrein den Pfeil der Weitsicht sozusagen gelernt hat. Dann hätte man also jemanden, der halt die Sichtweite in die Distanz erhöht und die Kanoniere, die durch den Mangel der Sichtweite, aber durch die erhöhte Reichweite sozusagen zu stärkeren Angriffskanonierentypen, wie auch immer, werden. So, Dorf ist geschützt. Wir haben schon mal einen Samurai, der hier aufpasst. Wir nähern uns hier langsam der Kreuzung. Armee ist im Aufmarsch. Und dann gucken wir mal, wen wir da erwischen und ob wir ihn erwischen. So. Ach, guck, da kommen sie schon. Der Lotus. So, was sehen wir hier? Magier greifen uns an. Magier aber in Kombination mit Verhinderung von Fernkampf macht sie halt super schwach, weil sie ihre blöden Elektroblitze nicht einsetzen können. Und schon haben wir ganz gut was gerissen. So, jetzt wollen wir ganz schnell zu Hause noch diese zwei Punkte ausnutzen, um mehr Schaden für unsere Kanoniere zu generieren. Darauf warten wir auch noch ganz kurz. Warten wir ganz kurz drauf. Ach, wir positionieren uns einfach so. Auf dem Weg. Oh, apropos, wir positionieren uns so, geht nämlich auch schon los. Zwei, ihr zerstört das Ding da ganz schnell. Und eins, ihr zerstört das Ding da ganz schnell und ihr bewegt euch da drin. So, man zerstöre den Turm, so doll es geht, bitte. Oh, shit. Ah, zack, schon ein Kanonier tot. Kann alles nicht wahr sein. Und der blöde Turm lebt immer noch. Und du lässt mal ganz schnell meinen Fuzzi da, meine Heiltantruse in Ruhe. Du kämpfst gegen den Typen. Zwei, drei Punkte. Drei Punkte sind hervorragend. Dann haben wir nämlich mehr Lebensenergie auf dem Schlachtfeld. Nice. Haben wir gerissen. Der Turm ist nicht besetzt, also ungefährlich. Wir zerstören die Krypta der Brüder. Das ist ein Gebäude vom Lotus-Clan, wo sie so eine Art Mini-Helden rufen können. Wie gesagt, da sich alle Clans halt sehr von der Spielweise unterscheiden. Also sehr halt ab einem gewissen Punkt, dass sie halt Reis und Wasser sammeln müssen. In der Krypta der Brüder kommen so Mini-Helden raus, die man für einen Punkt rufen kann. Und die haben als Sonderfähigkeit, dem Lotus-Clan halt irgendwelche Spezialfähigkeiten zu geben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann ja auch mal ein Vorstellvideo machen, wenn es gewünscht ist, zu den anderen Clans. Weil wir hier wirklich nur den Drachenclan kennenlernen, dann kann man sich da mal die unterschiedliche Game-Dynamik angucken und den Unterschied für sich selbst mal, ja, angucken, ausfinden, Favoriten wählen, wie auch immer. Gut, wir schießen hier mit unseren Kanonieren immer brav weiter alles, was wir haben. Der Gegner kann sich auch nicht wirklich gut wieder aufbauen und wir haben die komplette Übermacht auf dem Schlachtfeld, das ist praktisch. Werden wir nämlich noch zwei weitere Samurai mit. Nur einen, weil. Man kann natürlich auch in dieser Reihe hier unten mehrere Leute mit Sonderfähigkeiten ausstatten. Ist aber natürlich ein Problem. Weil jetzt, wenn ich die Armee ausgewählt habe, mehr als acht Leute, habe ich mit den Funktionstasten F1 bis F3 nur die Option. Ich fummel gerade am Mikro rum, Entschuldigung. Nur die Option, mit F1 bis F8 die Fähigkeiten hier einzusetzen. Wenn ich jetzt mehr von denen habe, muss ich halt hier jedes Mal den Pfeil hier anklicken. Ich wüsste auch nicht, wie der Hotkey dafür ist. Und habe erst, nachdem ich den Pfeil betätigt habe, den Zugriff auf die nächsten drei Fähigkeiten. Ist lästig. Deswegen habe ich für mich irgendwann mal rausgefunden, dass es nur Sinn ergibt. Jetzt haben wir hier noch schnell den heißen Stahl erfunden. Das ist mehr Kampfkraft für alles, was irgendwie bei uns aus dem Gebiet der Nahkämpfer kommt, also Samurai, Kabukis und sowas, die
generieren dadurch alle einen höheren Nahkampfschaden. Zack. Ja, zurück zu den Spezialfähigkeiten. Jetzt habe ich hier unten gerade F1 bis F8 frei oder auch B, wenn ich möchte, was alles gleichzeitig ist. Ja, und wir haben den Lotus nebenbei weggetreten. Und wenn ich sozusagen jetzt noch mehr Leute mit Spezialfähigkeiten hätte, müsste ich erst hier mit der Registerkarte umblättern, also diesen Pfeil manuell anklicken, die nächsten, jetzt in dem Fall 5 Leute auswählen, hätte dann erst Zugriff auf deren Fähigkeiten. Es sei denn, es ist eine Fähigkeit, die über die Taste B alle Fähigkeiten aktiviert wird. Und ja, so ist es eigentlich viel angenehmer, weil man halt die Fähigkeiten, die ja auch Rohstoffe kosten, also im Zweifelsfall halt Spieldauer und Aufbau und wie auch immer. Wir speichern nochmal, das liegt jetzt ganz kurz und da sind wir auch schon wieder im Flüssigen. Ja, müssen wir halt Ressourcen verbrauchen und im Endeffekt können wir die auch gar nicht so effektiv nutzen. Hey, hier ist ja immer noch ein Lotus. Warum? Haben wir euch noch nicht vernichtet? Schweinerei, ich dachte, wir hätten euch vernichtet. Okay. Wo seid ihr denn hin? Und du von hier kommst? Laufen wir doch einfach mal durch den Wald. Ihr seid auch brav am Gehen. Wir haben einen Punkt gewonnen, den wir mal für unsere heilungsfreudigen Damen einsetzen, dass die ein bisschen mehr geschützt sind gegen Klingenwaffen, indem sie sich mit Seidenhemden kleiden. Ist halt so. Jo, und hier scheint niemand zu sein. Okay, so, wie viele Dorfbeschützer haben wir? Das sind 4. Und der nächste Clan, der sich hier irgendwo versteckt, hat sich noch gar nicht gezeigt. Das ist entweder gut oder schlecht. Hier mir jetzt mal anguckt, die haben jetzt den heißen Stahl, Drachenkrieger, Kabuki und Samurai richten mehr Schaden an. Will man mehr? Ja, dass sich der Clan noch nicht gezeigt hat, ist halt deswegen problematisch, weil jemand, der sich halt in aller Ruhe aufbauen kann, irgendwann eine supermächtige Armee aufstellt und wenn man nicht aufpasst, auf einmal mit 30 Mann oder so in seinem eigenen Dorf steht und alles niedertrampelt. Naja, deswegen wollen wir mal gucken. Gehen hier mal die Straße entlang. Wir könnten ja auch gleich mal nach Schlangenholm hochlaufen. Das sieht übrigens so aus. Das ist eine wunderschön animierte Ruine. Da fällt mir ein, kann man das Spiel, kann man eigentlich die Kameraperspektive drehen? Ne, zumindest nicht mit einem der mir geläufigen Tasten. Also müssen wir uns das von der Seite angucken. Ist halt ganz hübsch, diese alte Ruine hier oben, aber mehr als ein 3D-Objekt ohne Funktion ist es nicht. Und es bringt uns auch leider gar nichts, da hochzurennen. Also wir gewinnen dadurch nicht die Mission oder kriegen extra Punkte. Wir gewinnen nur, indem wir alle vertrieben haben. Das versuchen wir jetzt mal. Guck mal, wo sich hier der nächste Clan versteckt. Auf dem Weg. Wie ihr befehlt. Keiner zu Hause. In Ordnung. Verstanden. Doch, da ist jemand zu Hause. Vorwärts. So, wir prügeln uns mit dem Wolfsclan. Sind mitten in sein Dorf reingesprungen. Oh, 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 komm, heil den Kabuki. Du schaffst es, los, 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 los. Ja, sehr gut. Kabuki geheilt. Apropos Kabuki heilen, schneller Leute heilen für weniger Ausdauerverbrauch. Das ist auch nicht schlecht. Gut. Oh, wir haben schon wieder einen Kanonier verloren. Der wurde von irgendwas abgeschossen. Oder vom Berserker gekillt. Kann auch sein. Ja, hier haben wir mal so einen kleinen Eindruck in ein Wolfslager. Das ist übrigens so ganz typisch Bot. Man stelle eine Einheit auf einen Turm, die keinen Fernkampf besitzt. Kann man machen, bringt nur nichts. So, und jetzt ist alles zerprügeln angesagt. Hier sehen wir mal den Fernkampf von Kabuki. Er wirft kleine blaue Kugeln, die nun nicht wirklich irgendeinen Effekt auf irgendwas haben, aber er wirft sie und sie machen Schaden. Gut. 2 weitere Punkte, die wir nicht effektiv einsetzen können. Doch, wir können unseren Kanonieren mit Pulverfass mehr Leben geben. Dann sterben die uns vielleicht nicht so schnell weg. Sind ja hier auch fleißig am Rummetzeln. Wir nehmen jetzt mal unter einem weiteren Safe, also einem kleinen Ruckler, die Armee von Kenji und lassen sie auch mal nach vorne laufen. Manchmal verstecken sich nämlich noch irgendwo Armeen vom Bot irgendwo im Gebüsch und dann denkt man so, yay, ich habe gleich gewonnen und läuft halt mit dem Held, der nicht sterben darf, an irgendeinem Wald vorbei und auf einmal sprinten 20 Mann raus und verhauen ihn. Kann halt vorkommen. Er geht auch jetzt schon wieder alleine, weißt du, es ist der Typ, der nicht sterben darf und das Einzige, was er macht, ist halt die ganze Zeit sich selbst zu, ja, wie auch immer, zu gefährden. Ich hab's aufgegeben. So, was ist hier noch Schönes? Gebäude, die ihr vernichten könnt. Hier laufen... Oh, 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 ich hörte auch gerade. Oh ja, da haben wir noch einen vollbesetzten Turm mit einem Pechwerfer, der ganz hässlich seine blöden Pecheier darunter wirft, oder seine Pechklumpen, die er auch einfach nur mit Handschuhen wirft, so ist auch die Beschreibung seiner Person.
ziemlich harter Brocken. Und ja, jetzt ist natürlich nur die Frage. Gut. Hey Kenji, komm, du kannst einfach mal nach Schlangenholm hochlaufen. Dass hier die ganze Zeit Bauern lang kommen und wir die auch nicht wirklich aufhalten können. Die kommen nämlich alle von einem weiter oben gelegenen. Mal gucken, ob ich sie kriege. Bereich. Wahrscheinlich nämlich da oben, wo da die Wasserstelle ist. Wie ihr befehlt. Da, halt ihn auf. Sehr gut. Ja, und ihr haltet einfach mal hier die Stellung. Ja. Und hier oben ist kein Turm, obwohl wir einen gesehen hatten in der Animation. Ja. Das Lustige ist, man kann nach Schlangenholm reinlaufen. Wo wir jetzt mal hier oben sind, können wir euch das ja auch zeigen. Na, also auch wenn man hier nur einen Indikator kriegt von ist nicht, können sie in die Ruine reinlaufen. Und das war's übrigens auch. Es bringt nicht mehr. Sie können reinlaufen. Das war's. Ja. Da sind schon wieder noch ein paar mehr von den Wolfsbauern. Hier am Wasser sind die bestimmt noch mit einem Gebäude. Das sind sie nämlich öfter mal auf der... Jawohl, das sind sie. Schwierigkeit bei dem alten Spiel ist halt auch, dass Bots manchmal natürlich auch die Energie besitzen oder halt den Willen, sich selbst wieder aufzubauen und man erst gewonnen hat, wenn man sie alle gekillt hat. Also wenn selbst irgendwo ein Krieger oder ein Bauer rumsteht, dann haben wir noch nicht gewonnen. Sehr nett ist, wenn nur noch ein Krieger über ist, wird der wenigstens auf der Map aufgedeckt. Also so ein ganz bisschen für uns ist das Spiel auch. Aber jetzt sehen wir es zum Beispiel gerade. Wir haben schon eine Menge abgerannt. Auf dem Weg. Aber es reicht offensichtlich noch nicht. Wir haben noch nicht gewonnen. Ich habe eben noch mal schnell gespeichert. Naja. Und dann wäre halt schön zu wissen, was mit Kenji passiert, wenn wir es denn geschafft haben, seine alte Heimat Schlangenholm wieder zu erobern. Aber solange wir hier nicht alle umgetreten haben, wird das nicht passieren. Bin schon unterwegs. Also heißt es suchen. Ja. Toll. Bin auf dem Weg. Jetzt ja richtig Bock drauf, ne? Ihr bleibt mal hier stehen. Man kann leider nicht irgendwie so Hand-and-Seek-Befehl ausführen, also nicht renn rum und jage. Das geht leider nicht. Also man muss die dann wirklich manuell an verschiedene Stellen schicken. Haben wir ja, ach guck mal, hier haben wir noch einen Samurai gekriegt. Vielleicht haben wir auch einen vom Lotus übersehen. Bin unterwegs. Tja, hier ist niemand. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als Leute aufteilen. Ihr geht dahin. Ihr rennt mal in die Ecke. Und sagt, ihr rennt in die Ecke? Ja, mein Fürst sagen und dann den Befehl verweigern. Das haben wir am liebsten. Da ist Krieg. Oh ja, ich sagte es doch. Es versteckt sich halt irgendwo noch eine komplette Armee von den Schweinen. Und wenn halt gerade dann zufällig unser Kenji da reinrennt, dann ist halt Schluss. So, also schön unsere Armee aufgerieben, nochmal zwei Leute verloren, ein Kabuki liegt tot im Blut und noch ein Kabuki liegt tot im Blut. Aber dafür müssten wir sie jetzt wenigstens totrennen und weil es so geht, forschen wir noch ganz schnell von 4 Punkten den schnelleren Heilungsprozess unserer Leute, der uns wahrscheinlich nichts bringt, weil jetzt hier Schluss ist. Haben die eben noch, ich habe nicht aufgepasst und sie haben nochmal nur zwei Geishas weggetreten? Ist das wie... Lästiges Gesocks. Das war's aber auch. Schön. Schluss, los, Ende hier. Und was ist das schon wieder? Ninja in Schlangenholm. Fürst Kenji, seht! Schön rennt er da. Oha. Scotty hat ihn weggebeamt. Wo ist das Auge der Schlange? Verloren. Haben wir doch nicht gekriegt, das, was wir gejagt haben. Wie frech. Schlangenholm ist unser. Da freut sich der Schlangenfürst. Oder Commander halt. Und der Dieb des Schlangenauges? Ist fort. Wir wollten ihn verfolgen. Aber ihr habt ihn verloren. Das war kein Mensch. Ihr habt selbst gesehen, wie er sich bewegt. Und sich beamt. Ich weiß, was immer es war, es hat meinen Vater getötet. Seid ihr da sicher? Es spielt keine Rolle mehr. Das ist eine sehr interessante Wendung. Was will dieses Wesen mit dem Auge? Keiner weiß es. Vergesst das Auge! Es ist ein wertloses Stück Fels. Shinja! Seht euch um!
Wir haben Schlangenholm eingenommen. Ist das denn nichts? Nein, es ist eine Ruine. Seht. Der Drache und das Auge sind eins. Ich kann es nicht lassen, es zu kommentieren. Warum ist mir das zuvor nie aufgefallen? Ihr habt nie hingesehen. Das ist das einzige Poster im ganzen Raum und du hast es nicht angeguckt. Das stimmt nicht. Das Schlangenauge war nur die Hälfte von Tarans Macht. Was der nicht alles gelernt hat durch ein Foto? Das ist doch verrückt! Wir haben keine Zeit für solche Fantastereien über Zauberei und Drachen. Ihr müsst den Schlangenclan neu errichten. Nein. Dann werde ich es tun. Oh, 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 da ist aber einer pissig. Er wird schon wieder zu Sinnen kommen, Fürst. Das hoffen wir alle. Ich muss zum Drachenturm gehen. Lasst mich euch begleiten. Nein, ich brauche euch hier. Shinja soll den Lotus und den Wolf beschäftigen, wenn er kann. Da werden Schlachtpläne geplant und ausgearbeitet. Und weg ist er. Wir müssen rasch handeln, während die anderen Clans geschwächt sind. Kenji hat gesagt, Kenji ist fort und ich habe ein Imperium zu errichten. Da ist aber Seht ich her. Pissig. Im Augenblick ist Schlangenholm sicher. Wir lassen die Baumeister sofort neue Mauern errichten, falls unsere Feinde zurückkehren. Die Truppen des Wolfsklans haben sich in die Hügel zurückgezogen. Sie wollen bei den Minen einen Posten errichten. Wenn wir uns beeilen, können wir sie noch überraschen. Wir sollten versuchen, ihnen in die Flanke zu fallen. Vielleicht wäre das besser als ein Frontalangriff. Die Täler und Sümpfe in dieser Provinz würden unserer Armee Deckung bieten, bis wir angreifen können. Nein, der Wolfsklan ist geschlagen. Die Zauberer vom Lotus-Clan sind die wahren Feinde. Schlag zu, solange sie das Meer im Rücken haben. Und die Sache ist ein für allemal erledigt. Ja, ich stimme Otomo zu. Aber ja, das ist der Abspann. Wir haben Schlangenholm eingenommen. Hat uns noch nichts gebracht, weil jemand das Schlangenauge geklaut hat, das wir so sehnlich haben wollen. Jetzt haben wir wieder drei Optionen, drei Wege, die wir gehen können. Es wird natürlich in diesem Let's Play-Reihe alle drei zur Verfügung stehenden geben. Und auch hier ist wieder die Geschichte. Es gibt nur zwei potenzielle Helden. Und in einer ist eine Niete versteckt. Und wenn ich nochmal aufgreife, dass ich vorhin ja China gesagt habe, wenn man sich das vorstellt, das hier könnte theoretisch Indien sein, wenn man das mit dem Atlas mal vergleicht. Aber gut, ja, damit endet die heutige Runde. Wir werden uns das nächste Mal, glaube ich, erstmal in die Hügel aufmachen und in den Schieferminen den Wolf zurücktreiben. Wobei der Wolf ja eigentlich gar nicht so böse ist. Also ich auch emotional bevorzuge es eigentlich immer, den Lotus zu verklatschen. Damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke fürs Zuschauen dieser etwas längeren Folge. Und ich hoffe, ihr hattet einen lustigen Eindruck in das erste Mal Schlacht mit Klasse 3 Einheiten. Also unseren Kanonieren mit Pulver fast als Stufe 2 Einheit und unseren Samurais, die richtig reinrocken. Mit Lichtschwertern selbstverständlich, weil Lichtschwerter gewinnen immer. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.